Yo, hi Freunde, in dem Video geht's mal darum, was ID Nord bzw. ID Süd dieses Jahr für ein Sortiment haben wird an Feuerwerksartikeln für das Jahr 2020-2021. Es gibt viele Neuheiten diesmal. Es ist ein kleiner Leak von Pyro Extrem. Danke, dass du das hochgeladen hast und dass wir das benutzen dürfen, um unsere Videos zu machen. Und ja, wie gesagt, es gibt viele Neuheiten und Verbünde, zu denen kann ich leider nichts sagen. Ich habe noch keine Videos gesehen und auch noch nicht nachgeschaut. Verbünde sind mir generell egal. Und dann fangen wir direkt mal an mit der Poison. Altbekannter, sehr, sehr lange schon dabei. Letztes oder vorletztes Jahr leider 1 Euro teurer geworden. Kostet 3,99 €, trotzdem noch eine super Batze. Wir haben hier 16 Schuss. Einfach ein geiles Teil. Ihr wisst es selber, das Ding ist leider so gut wie immer nach 1-2 Stunden schon ausverkauft. Ja, dann gehen wir mal zum nächsten Artikel. Dann haben wir hier die Eruption. Müsste eine Neuheit sein. Multi-Feuertopf-Batterie mit 16 Schuss für 2,99 €. Kann man an sich nichts falsch machen. Wenn das Teil natürlich noch oben eine kleine Ausbreitung hat und ein Zerleger, dann wäre das natürlich richtig geil. An der Stelle kann ich eigentlich sagen, kann man einpacken. Dann haben wir hier die Copernicus. Brauche ich nicht drauf eingehen. Ist sehr bekannt. 8,99 €, wie immer, jedes Jahr. Dann haben wir hier Magma Monster. Es scheint 3 verschiedene Ausführungen zu sein. Ich weiß nicht, was auf dem drauf ist. Deswegen sage ich einfach mal 3. Ist von Bugano natürlich. Schweizer Vulkan. Super Effekte. Genau wie die aus dem Lidl und die normalen, die es bei Aldi gibt. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass die schlecht sind. 8,99 €. Kaufempfehlung. Dann haben wir hier kubische Kanonenschläge. 15 Stück für 5,99 €. Da kann man natürlich überlegen, nimmt man jetzt die mit oder holt man sich 3 Packs mit jeweils 6 Stück für 2 €, sind man bei 6 € und hat dann 18 Kubis. Ich werde natürlich zweites machen. Ja, hier noch ein bisschen Tischfeuerwerk im Hintergrund. Hier sieht man die Double Power, also Double Flash. Und hier ein paar Raketen. Da kommen aber später noch Bilder. Dann haben wir hier die gerade schon angesprochenen Double Power oder Double Flash. Absolute Kaufempfehlung, 3,99 €, 10 Stück habt ihr drin, 3 verschiedene Ausführungen. Ja. Für 0 Uhr auf jeden Fall was Geiles und zum Warmschießen einpacken. Dann haben wir hier einen fetten Batzen mit verschiedenen Feuertöpfen, mit Batterien, mit Zerleger teilweise oder irgendwelchen Fontänen. Ja, muss jeder selber wissen, ob er es mit einem 30 €, finde ich, da viel schon. Da würde ich lieber, ja, mir Alligator und Poison einpacken, da habe ich mehr Spaß dran als an Fontaine. Ist meine Meinung, ihr könnt es natürlich anders sehen und das Ding halt mitnehmen, ist klar. Dann haben wir hier die Rockstar, müsste eine Neuheit sein, 14 €, 56 Schuss. Ja, XXL Doppeleffekt Power Batterie, muss man mal nachgucken, was da an Videos noch online kommt. Dann haben wir hier die Heavy Metal Reloaded, Preis sehe ich jetzt hier nicht leider, ist eine Pyromult. Müsste eine Neuheit sein, ist mir jedenfalls noch nicht bekannt. Schusszahl kann ich jetzt auch nichts zu sagen, ich erkenne hier leider nichts. Dann haben wir hier ein Leucht- und Knallsortiment, hier mit ein paar Jugendartikeln, ein paar Frische, ein paar Fontänen, Vulkane sind immer geil, Feuervögel. 6,99 € ist auch immer mal dabei, in meinem Einkauf natürlich. Im Sortiment ist es natürlich schon Ewigkeiten. Kann man auf jeden Fall einpacken, kann man nichts mit falsch machen. Für vor 0 Uhr und zum Darmschießen. Gerade zur Dämmerung dann abends 18 Uhr. Ja, Jugendfeuerwerk brauche ich nicht drauf eingehen, das interessiert die meisten eh nicht. Raketen, da haben wir mich wieder mal. Als Raketenfreak, Lancelot bzw. Indianapolis, das große hier mit 18 Raketen für 17,99 €. Denke ich mal, wird das immer noch kosten. Kaufempfehlung einpacken. Man kann natürlich auch zum Lidl gehen und das Arena of Rockets für 2 € mehr kaufen, hat man auch 2 Raketen mehr. Sind im Endeffekt die gleichen Raketen, glaube ich sogar. Die sind auf jeden Fall dabei und die Hawks, die großen bin ich mir jetzt nicht so sicher. Dann haben wir hier das Ivanhoe, auch Targa genannt oder Highspeed Bombs. Kaufempfehlung, 8 Raketen, 9,99 €. Denke ich mal, wird auch bei dem Preis bleiben. Super Raketen, echt klasse Teile einpacken. Dann haben wir hier, ja, da müsste ich jetzt raten, viel Glück. Kann ich aber mir nicht vorstellen, weil viel Glück sind halt die Goldraketen von Weco. Sind aber nur 6 in der Einheit, also im Sortiment, Beute. Ja, kann ich leider nichts zu sagen. Dann haben wir die Seite hier schon mal fertig. Dann kommen wir hier zu der zweiten Seite. Hier habe ich gerade schon mal durchgeskippt, was wir hier haben.
So, und dann haben wir jetzt hier, dass die Artus ist doch eigentlich die Poison. Die Poison wird aber teurer. So, die Artus kostet jetzt wiederum 2,99 und ihr fehlen 6 Schuss, weil sie hat jetzt nur noch 10 Schuss. Da habe ich jetzt noch nicht so ganz hintergeblickt. Ist das irgendwie ein Druckfehler? Oder ist das ein ganz neues Ding? Weil es ist auch Pyromold oder Pyromold oder wie auch immer man das ausspricht. Weiß ich nicht, muss man sich überraschen lassen. Hier nochmal die Eruption. Aber für 2,99 kann man das Ding bestimmt mal mitnehmen. Ich weiß wie gesagt nicht, was daraus geworden ist oder was das jetzt ist oder ob das ein Fehler ist. Eternity, 44 Schuss, 16 Euro. Ja, ist eine Neuheit. Kaliber bis 25 mm, das wären wohl ja, 22 oder 20 sein, die anderen. Ja, ich würde dann lieber einen Euro mehr zahlen und mir die Black Ice kaufen, eine mega geile Fächerbatterie. Auch mit bis zu 500 Gramm. Ja, aber man kann die auf jeden Fall mal mitnehmen, aber man muss halt, wie gesagt, auf Videos warten. Ja. Dann haben wir hier die Barracuda. 15,99. Ja, 50 Schuss, 20 mm Kaliber. Sag ich mal das gleiche wie zur Eternity, da würde ich ja dann auch lieber zur Black Ice greifen. Im Verbund gehe ich nicht drauf ein, weiß nicht, aber er scheint auf jeden Fall hier ganz schön fette Kaliber zwischendrin zu haben. Ja, 100 Euro, ja, nehme ich mir nicht mit, kann schön da im Laden bleiben. Dann haben wir hier noch einen Verbund für 50 Euro, die Sky of Diamonds. 152 Schuss in 130 Sekunden. Bis zu 90 Meter Effekthöhe, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, in der Grammanzahl sieht man jetzt hier nicht irgendwo. Nee, leider nicht. Ja, wer es mag, kann es sich mitnehmen. Ich werde es mir nicht mitnehmen, weil ich bin kein Fan von Verbünden. Dann haben wir hier noch einen Verbund, den Final Showdown. Da haben wir drei Batzen mit insgesamt 612 Gramm Effektladung. Okay, 30 Euro, ja. Wer es will, kann es sich mitnehmen. Ich lasse es liegen. Ich kaufe mir lieber kleine einzelne Batterien. Dann haben wir hier die, was ist das? Ironheart heißt das, glaube ich? Ja, ach ja, hier Ironheart, 25 Euro. Ja, wenn man sich das mal anguckt, dann haben wir hier vorne eine, wie heißt es, eine Poison drauf und hier hinten eine Alligator und hier ist noch irgendein anderes kleines Ding zwischen. Ja, dann holt euch das Zeug lieber einzeln, da eine Alligator und eine Poison zusammen 8 Euro. Und das wird hier irgendwie sowas wie eine 100 Schuss Effektbatterie sein, dann die kostet auch nur 5 Euro. Dann ist man circa bei der Hälfte. Bisschen über die Hälfte. Ja. Dann haben wir die Big Boom Bastik für 10 Euro und ja, okay, Galaxy brauche ich nicht drauf eingehen, altbekannter. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal mitnehmen, denke ich mal. Für 10 Euro kann man eigentlich nichts falsch machen. Sind 20 Schuss. Scheint auch dickes Kaliber zu sein. Was steht da? 25 mm Kaliber, also ja, wenn der Effekt natürlich noch geil ist, der da rauskommt, dann auf jeden Fall einpacken. Und dann haben wir jetzt noch Crown of Light, 120 Euro Verbund, ja, fast 2 Kilo Effektladung, ja, wie es gefällt. Und zu guter Letzt eine absolute Nicht-Kauf-Empfehlung, die Gladiator. Das Teil ist einfach öde lahm. Die Effekte, die hier drin sind, sind zwar richtig geil mit 36 Schuss, aber auf 120 Sekunden, das sind alle 4 Sekunden circa ein Schuss, da kommt der Effekt, boom, dann zerlegt in der Luft, dann kommt der nächste, das Ding ist totlangweilig, selbst wenn man sie doppelt anzündet, einmal von der Hauptanzündschnur und von der Ersatzanzündschnur, ist es trotzdem kein guter Batzen. Ja, für 20 Euro auf keinen Fall, niemals. Ja, dann sind wir auch schon durch wieder. Danke nochmal auf jeden Fall an Pyro Extrem, dass er hier die Sachen veröffentlicht hat. Und ich freue mich auf jeden Fall richtig krass über jeden, der mich abonniert oder mich irgendwie weiterempfehlen würde, meine Videos teilen würde, auf Instagram zum Beispiel, wie man es hier gerade sieht. Dann wünsche ich auf jeden Fall schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.